Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen bei Mix It Easy bei Steffi, also zu einem Filmchen mit mir. Ich möchte heute mal wieder Waffeln machen. Ich habe ja letztens Waffeln gemacht nach meinem Toni Tinte Rezept. Das habe ich mal bekommen von meiner ehemaligen Gruppenleitung von Thermomix. Und das habe ich eigentlich jahrelang schon gemacht. Und ich habe letztens mit meinem guten Kumpel Frankie von Frank Linke Backen und Kochen, den findet ihr übrigens auch hier auf YouTube, den Tipp bekommen, Steffi, versuch doch mal die Quarkwaffeln von Food with Love. Die sind wirklich granatenmäßig. Waffeln mit Quark habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht und deswegen soll das heute meine Premiere werden. Ich hoffe, ihr bleibt mit dabei und jetzt geht's los. Die Zutaten lasse ich euch jetzt nochmal hier an der Filmseite einblenden und lest ihr euch trotzdem einmal kurz vor. So, wir benötigen für 8 Stück, ich mache aber jetzt die doppelte Menge, aber ich lese euch mal die Menge für 8 Stück vor. 100 Gramm weiche Butter, 90 Gramm Zucker. Ich kann das Ding hier auch in der Hand nehmen, damit ich mehr in eure Richtung gucke. So, eine Vanilleschote bzw. das Mark von einer Vanilleschote. 3 Eier, 250 Gramm Magerquark, 230 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver, eine Prise Salz und 75 Gramm Milch. In dem Rezept ist auch noch ein Rezept mit da drin für Beerenkompott. Das mache ich jetzt aber nicht. Das besteht aus 2 Esslöffeln braunem Zucker, 100 Gramm Rotwein, 300 Gramm gemischten Beeren, wie zum Beispiel Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren, Erdbeeren, 100 Gramm Sauerkirschsaft, 2 Esslöffel Sauerkirschsaft und 1 Esslöffel Speisestärke. So, das sind also jetzt diese Zutaten. Ich mache, wie gesagt, die doppelte Menge, also scheinbar für 16 Waffeln. Mal schauen, ob das bei mir auch so hinkommt. Ist mir aber eigentlich auch scheißegal. Soll nur eine ordentliche Portion sein, damit sich das auch lohnt. Und wie gesagt, ich fange jetzt erstmal an. Im Rezept steht ja drin weiche Butter. Meine ist jetzt nicht ganz so weich. Von daher gebe ich die jetzt in den Thermomix und lasse die so bei 37 Grad auf einer Minute so ein bisschen weich werden, dann gucke ich mal einmal rein. Also sie soll ja nicht flüssig sein, sie soll ja weich sein. Ne? Übrigens bekomme ich unheimlich viele Nachfragen zu diesen Messbechern hier, die ich ganz oft benutze. Die sind übrigens von Pemperchef. Die gibt es bei mir in meinem Online-Shop in einem Viererset. Die habe ich wirklich schon jahrelang im Einsatz und man hat ja oft so viele Sachen im Schrank, die da einfach nur rumstehen und die man nicht benutzt, aber die benutze ich sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft. Von daher das nur mal als kleine Zwischeninfo. So, wie gesagt, ich gebe jetzt hier die Butter rein, lasse die eine Minute auf 37 Grad ein bisschen weich werden und dann machen wir gleich mit dem Rest erstmal weiter. Die Butter ist jetzt schön weich. Das, was hier oben am Rand ist, schiebe ich mal ein bisschen runter. Und jetzt kommen im Endeffekt alle Zutaten für die Waffeln in den Mixtop. Ich muss mal eben ein kleines Helferlein hier holen. So, das wären, gut, die weiche Butter, der Zucker. Hier habe ich eine Vanilleschote ausgekratzt. Ihr seht, das Mark davon, das kommt alles hier rein. So, dann für das einfache Rezept 3 Eier. Ich habe natürlich 6. Zack, zack, zack. Alle da rein. 250 Gramm Magerquark. Ich habe natürlich 500. Und mache jetzt hier mal die Löcher rein, in der Hoffnung, dass das Luft zieht und gut rauskommt. Ja. Bis, ja. Seht ihr? Geht relativ gut raus. Der kleine Mini-Rest, der noch drin ist, den holen wir raus. Und wenn ihr Hunde habt, so wie ich, könnt ihr eigentlich auch ein bisschen Rest drin lassen, dass die das noch ein bisschen abschlauern können. Die haben nämlich Spaß dann da dran. So, Mehl. Das ist wirklich ein voller Topf. Das Schöne ist hier mit diesen Messbechern, man kann es vernünftig rausschütten oder rausgeben. Kippen, ne? Das ist natürlich gut und dann fällt einem nicht die Hälfte daneben. Backpulver. So, Prise Salz. Gut. Doppelte Menge, doppelte Prise und Milch. So,
Das haben wir jetzt. So. Seht ihr, alle Becher schön ineinander stellen und in die Spülmaschine. So, jetzt Deckel drauf. Was schreibt die Manu? Eine anderthalb Minuten auf Stufe 5. Okay. Also eine Minute 30 auf Stufe 5. Nach diesen anderthalb Minuten habe ich gerade reingeguckt und habe dann gesehen, hat sich nicht optimal vermischt. Ich habe ja auch die doppelte Menge gemacht. Und zwar ist das so, wenn das Messer unten anfängt zu rühren und relativ schnell zu rühren, dann bildet sich im unten also wie so eine Luftblase oder wie auch immer und schiebt im Endeffekt den ganzen Teig, der liegt oben drauf und wird gar nicht mit unten verrührt. Der Trick dabei ist, dass man dann nicht von jetzt auf gleich auf Stufe 5 stellt, sondern das langsam hochdreht, damit das unten erstmal langsam anfängt sich zu vermischen und das von oben dann runterrutschen kann. Das funktioniert nämlich besser. Das nur mal als kleiner Tipp. Also wie gesagt, der Teig ist jetzt wirklich wunderbar vermischt. Den gebe ich jetzt gleich in eine Schüssel. Und ich denke, ihr könnt ein bisschen sehen, wahrscheinlich nicht die schönen Stippen, Sache immer Stippen dazu von der Vanilleschote. Das mag ich nämlich wirklich total gerne, wenn man das auch optisch so sieht. So, den Teig gieße ich jetzt hier rein in auch ein Pampachef-Produkt in die große Nixe. Fülle ich jetzt, wie gesagt, den Teig um und gehe dann mal auf die Suche, wo mein Waffeleisen ist. Aber man sieht jetzt schon, der Teig hat eine tolle Konsistenz. Gefällt mir persönlich schon mal sehr gut. Ob das Ergebnis jetzt, das Waffelergebnis jetzt deshalb besser ist als das andere, weiß ich nicht. Aber wir werden es ja sehen. Ich habe ja eine gute Vergleichsmöglichkeit. Habe ja letztens erst die anderen gemacht. Ja, wie gesagt, ich fülle um, bereite das Waffeleisen vor und dann sehen wir uns gleich zum ultimativen Quarkwaffel-Test. Ich bin gerade dabei, Waffeln zu backen, ne? Aber ich und das Waffelei. Hallo? Sehr appetitlich im Hintergrund, Jack. Also irgendwie mit der Form. Guck mal, wie ich das wieder gemacht habe. Hier viel da wenig. Egal. Ich übe noch. Der andere Teig ist halt weicher, ne? Und da ist das halt einfacher. So, nehme ich nochmal. Und jetzt klatsche ich das bisschen weiter hier hinten hin. Mal gucken, ob das jetzt besser wird. Wir schauen mal. Ich gebe nicht auf. So, das ist eine der ersten vernünftigen Waffeln, die mir jetzt gelungen sind. Also ich finde die klasse und ich habe es ja schon probiert. Die schmecken richtig gut. Ich habe hier hinten eine etwas dunklere Version, ja. Die schmeckt dann ein wenig crossy, crunchy. Aber auch lecker. Also ich backe die jetzt erstmal alle weg. Mir gefällt daran gut, dass die von innen weicher sind als die anderen. Paco kriegt auch ein Stück. Brüderlich und schwesterlich geteilt. Ich will euch jetzt einmal nur mal zeigen, wenn jemand da hinten Waffeln isst, wer da immer steht und hofft, dass da was runterfällt. Die vierbeinigen Jäuster. So, die Waffelbäckerei ist beendet. Wie viele ich da rausgekriegt habe, kann ich euch nicht sagen, weil wir sind zwischendurch immer am Naschen und am Essen und am Tun. So, das letzte Teigstückchen sozusagen habe ich hier verarbeitet, aber die sind wirklich sehr, sehr soft. Für meine Begriffe, ich bin ja so eine Süße, könnte noch ein bisschen mehr Zucker drin sein, muss aber nicht. Aber von der Konsistenz her, der Teig ist wirklich toll. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir besser als die anderen. Ja? Ich zeige euch mal so ein paar hier von mir. Und ihr werdet euch sicher fragen, warum legt sie die alle übereinander? Ich persönlich mag das lieber,
wenn die eher so ein bisschen weich und schlabberig sind, als so knusprig, knusprig, crunchy. Ich mag die lieber so weich und soft. Ihr könnt das machen, wie ihr das mögt. Aber auf jeden Fall, probiert es doch mal aus. Das kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Meine Vierbeiner stehen hier um mich rum. Den einen seht ihr da unten schon. Das ist Jackelmann. Auch die sind begeistert von den Waffeln, denn die durften auch ein bisschen probieren. Und der Rest ist jetzt wirklich nur für uns. Also wie gesagt, beste Waffelbäckerin werde ich nie werden. Aber egal, ob krumm oder schief, zu klein oder zu groß, die Hauptsache ist doch, dass es schmeckt, oder? Deswegen in diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, guckt doch mal bei Insta rein. Da sieht man mich eigentlich fast jeden Tag. Und da gibt es eigentlich meistens immer was zu lachen bei uns. Ja, und wie gesagt, bei YouTube bin ich ja eh. Und wenn ihr Bock habt, guckt euch doch nochmal die älteren Videos an. Und, ach ja, ich habe ja auch noch einen Online-Shop, beziehungsweise zwei sogar. Einmal den, wo ihr diverses Thermomix-Zubehör bekommen könnt. Das ist www.mixiteasy.shop. Oder in meinem Pampered Chef Online-Shop. Da ist die Adresse einfach viel zu lang. Die findet ihr in der Infobox, falls euch das eine oder andere Produkt gefallen haben. Und jetzt muss mich mal wieder meine Kaffeemaschine ärgern und wieder dazwischen quatschen. Mich halt jetzt mal die Klappe. Also ehrlich, immer diese ungehorsamen Teile hier, ehrlich. Macht's gut, passt auf euch auf. Bis bald. Ciao. Thank you.